In diesem Video zeige ich dir 5 Schritte, wie du sehr schnell und müheloser als die allermeisten Menschen out of the dark kommst, raus aus der Dunkelheit. Wenn man in einer persönlichen Krisensituation lebt oder in einer geschäftlichen Krisensituation oder wenn man materiellen Engpass erleidet, wie kann man da wieder Leichtigkeit, innere Klarheit und Freiheit finden? Denn in den vielen Jahren im Coaching, in den Unternehmen, mit Menschen, habe ich gesehen, die allermeisten Menschen verstoßen gegen diese 5 Schritte und gehen dadurch in einen intensiven Leidensprozess. Und wie wir genau das umgehen können, darum geht es in diesem Video. Wie definierst du Leben oder ein gutes Leben? Hat es mit dieser angesprochenen inneren Freiheit und Leichtigkeit zu tun? Und zwar ganz unabhängig, wie die Situation oder die Lebensumstände gerade sind. Eine Schlange zum Beispiel kann nur dann wachsen, wenn sie ihre Haut immer wieder einmal abstreift. Denn ihre Haut wächst nicht mit. Und wenn wir die Schlange jetzt gerade einmal in Analogie zu uns setzen, wenn wir uns weiterentwickeln oder wenn wir die nächsten Schritte gehen sollten, dann müssen wir immer wieder unsere Haut abstreifen, unsere Komfortzone verlassen. Oder uns von gewissen Menschen lösen. Oder unsere Lebenssituation vielleicht verlassen. Vielleicht ist es notwendig, die nächsten Schritte alleine zu gehen. Und beim Schmetterling ist es sehr ähnlich. Er wird vom Kriechtier zum Flugobjekt. Allerdings, beide Wesen machen das alles ohne zu leiden. Und genau hier machen die meisten Menschen den allergrößten Fehler. Jetzt schauen wir uns an, was sind diese 5 Schritte? Und dann, wie können wir dieses Leiden definitiv vermeiden und alleine den Durchbruch, die persönliche Entwicklung mitnehmen? Eine Gruppe Studenten wollte einmal einer Raupe diesen Druck im Kokon ersparen. Und sie haben diesen Kokon leicht aufgeschnitten. Das Ergebnis, der Schmetterling konnte nicht fliegen. Das heißt, dieser natürliche Entwicklungsdruck ist definitiv notwendig. Und diese 5 Schritte unterstützen uns enorm. Ich fange hinten an. Wenn wir in einer Situation stecken, die uns enorm fordert, dann möglichst keine zusätzliche Energie zuspielen. Das heißt, keine zusätzliche Energie in das Thema hineingeben. Denn alles, was Energie bekommt, wird größer. Punkt Nummer 4. Raus aus dem Mangeldenken. Denk nicht daran, was ein Problem ist, was nicht mehr geht, was schwierig ist. Geh raus aus diesem Mangeldenken. Punkt Nummer 3. Geh raus aus dem Kampf. Aus dem Kampf dafür oder aus dem Kampf dagegen. Punkt Nummer 2. Gib die Widerstände auf. Und jetzt Punkt Nummer 1, der allerwichtigste Punkt. Und der passt jetzt zu dieser Aussage, muss ich denn sterben, um leben zu können? Die Identifikation. Falco zum Beispiel hatte einen Welthit, der hat sogar in Amerika Platz Nummer 1 erreicht. Und Falco hatte ein Problem. Er wusste nicht, wie soll er diesen Erfolg noch toppen, das ist gar nicht möglich. Er war hundertprozentig mit diesem Erfolg identifiziert. Und genau das war sein Absturz. Die Identifikation mit seinem Erfolg. Und in unserem Leben oder in unseren Lebenssituationen ist es genau gleich. Je stärker wir mit den Dingen, mit den Formen, mit der Lebenssituation identifiziert sind, desto unfreier sind wir, desto unklarer ist das Leben. Das heißt, diese Identifikation muss sterben. Wenn wir das schaffen, ich bin ich und meine Lebenssituation ist meine Lebenssituation, aber ich bin nicht diese Lebenssituation, ich habe sie, aber ich bin sie nicht. Dann sind wir frei, dann sind wir frei handlungsfähig. Und in diesen 2 Videos habe ich viele Tipps für dich. Einmal, wie du aus deinem Gedankenkarussell rauskommen kannst und das zweite, wie du für dich selber neue Energie finden kannst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich schon drauf. Pfiat dich!